Herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel Die Einteilung der Weltgeschichte in Epochen beim Thema historische Quellen, Darstellungen der Vergangenheit. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Die Einteilung der Weltgeschichte in Epochen. Um das, was während der Weltgeschichte passiert ist, besser überblicken und erklären zu können, wird diese heute in mehrere Zeitabschnitte, die sogenannten Epochen, unterteilt. Die fünf Epochen Urgeschichte, Altertum, Mittelalter, Neuzeit und Zeitgeschichte haben eine unterschiedliche Länge. Die Urgeschichte dauerte von den ersten Menschen bis ca. 3000 vor Christus. Die Epoche des Altertums dauerte von ca. 3000 vor Christus bis ca. 500 nach Christus. Die Epoche des Mittelalters dauerte von ca. 500 nach Christus bis ca. 1500 nach Christus. Die Epoche der Neuzeit dauerte von ca. 1500 nach Christus bis ca. vor 100 Jahren. Die Epoche der Zeitgeschichte dauert seit ca. 100 Jahren. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um die Urgeschichte, Stein- und Metallzeiten.